Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview. Der 6.6.2024 wird wohl zu einem historischen Datum werden, denn das erste Mal seit 5 Jahren hat die EZB die Zinsen gesenkt. Sowohl den Leitzins als auch den Einlagezins, und zwar um 0,25%. Das ist jetzt natürlich nicht die große Überraschung. Damit hat der Markt gerechnet und das war, wie man hier so schön auf dem Parkett sagt, eingepreist. Was aber jetzt zu erwarten ist und was die EZB-Chefin Christine Lagarde in der Pressekonferenz zum Besten gegeben hat, darüber spreche ich in den nächsten Minuten mit Tim Oechsner von der Steubing AG. Schön, Tim, dass du dir Zeit nimmst in diesem ja doch recht umfangreichen Tag, an dem jeder auf die Rechner schaut. Ja, hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es gerade schon gesagt, es gab jetzt nicht die große Überraschung mit der Zinssenkung. Leitzins und Einlagezins wurden gesenkt um 0,25%. Ich glaube, alles andere wäre wirklich überraschend gekommen. Und beim schnellen Blick auf die DAX-Tafel sehen wir, wir sind noch im Plus, 0,4%, waren aber heute schon mal positiver unterwegs. Hätte da irgendjemand tatsächlich was anderes erwartet heute? Nee, es haben wirklich von Anfang an 90% plus mit der Leitzinssenkung heute gerechnet. Entsprechend war es natürlich jetzt keinerlei Überraschung. Es wäre dann eine Überraschung geworden, wenn die Leitzinsen entsprechend nicht gesenkt worden wären. Dann wäre doch einiges an Enttäuschungspotenzial auch im Markt drin gewesen. Aber so kam es genau wie erwartet und insofern die Marktreaktion entsprechend moderat. War das denn deiner Meinung nach der richtige Zeitpunkt? Wir hatten kürzlich ja schon die Inflationsdaten für den Mai bekommen. Die sind etwas höher ausgefallen, 2,4% im Vergleich zum Vormonat im April. Da lagen sie, ich glaube, bei 2,2%. Ist das jetzt eine wackelige Angelegenheit oder deiner Meinung nach relativ safe? Es war ja wirklich zuletzt so, dass in der Eurozone und in Deutschland auch entsprechend die Inflationsdaten gestiegen sind. Insofern hatten einige Marktteilnehmer dann doch nochmal überlegt, ja, möchte die EZB doch die Leitzinsen senken oder nicht. Aber ich denke auch, es ist auf jeden Fall der richtige Schritt gewesen. 90% des Marktes haben es auch so erwartet. Und die EZB hat ja jetzt auch gesagt in der Pressekonferenz, sie gibt also keinen weiteren Zinspfad vor. Also weitere Zinsschritte stehen im Prinzip in den Sternen. Und sie schaut erstmal auf eingehende Daten, also weitere Inflationsdaten, weitere Wachstumsdaten auch der Wirtschaft. Insofern kein weiterer Zinsfahrt und entsprechend die Inflationsprognosen wurden ja auch leicht gehoben, 2024 und 2025. Insofern, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und für 2025 erstmals die Inflationsvorhersage von 2 auf 2,2% sogar. Das ist im Prinzip das Negative, was Frau Lagarde gesagt hat, dass man die Erwartungen bezüglich der Verbraucherpreise etwas anhebt. Auf der anderen Seite sagte sie aber auch, dass man sich jetzt auf eine sich stabilisierende Konjunktur einstellt, was ja wiederum dafür spricht, dass man durchaus noch weitermachen könnte mit den Zinssenkungen. Ja, man hält sich alles offen, möchte natürlich auf die Daten reagieren, aber was ist denn deiner Meinung nach realistisch? Womit ist denn möglicherweise an Senkungen in diesem Jahr noch zu rechnen? Ja, fürs Juli-Meeting, also fürs nächste Meeting der EZB ist erstmal nichts vorgesehen. Der Markt preist ca. 50% Wahrscheinlichkeit für September ein und dann eventuell nochmal im Dezember, also gegen Ende des Jahres nochmal 50%. Also je nachdem, welchen Analysten man fragt, zwischen 2 und 3 Zinsschritten nach unten. Einer ist jetzt davon passiert, die anderen 2 sind so 50-50, aber auf jeden Fall im Juli jetzt erstmal nichts. Und dann eventuell im September und dann gegen Ende des Jahres nochmal Richtung Dezember dann. Wir hatten gesehen, dass der DAX im Mai rund 3% gut gemacht hat. Jetzt hat man die erste Zinssenkung gesehen und wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Was ist denn zu erwarten am Markt, wenn man ja mit, ich sag mal, einer vorsichtigen Prognose davon ausgeht, dass 2 bis 3 Zinssenkungen noch anstehen? Ja, der Markt ist eigentlich im Moment sehr positiv, grundsätzlich auch gewesen. Im Mai waren wir zwischenzeitlich sogar 4,5% im Plus, haben dann mit 3% geschlossen. Also im Prinzip die Zinswende steht an. In den USA ist es natürlich noch ein bisschen zweifelhaft, ob jetzt September, also vor der Präsidentschaftswahl, oder November, also nach der Präsidentschaftswahl. Aber da sind es ja auch 1 bis 2 Zinsschritte, die von der Fed kommen werden, aber natürlich etwas nach hinten verschoben aktuell. Insofern ja, die Märkte tendieren weiterhin nach oben, grundsätzlich von der Tendenz her. Allerdings ja, bleibt es jetzt abzuwarten, ob die Märkte enttäuscht werden von der FED, wenn sich da die Zinswende nach hinten verschoben hat. Von der EZB sind sie ja aktuell, sage ich mal, in line, die Erwartungen. Es wurde heute gesenkt und entsprechend weiter auf eingehende Daten geschaut. Also wenn es da noch 1 bis 2 Zinsschritte gegen Ende des Jahres gibt, sind die Märkte eigentlich mit der EZB soweit zufrieden, meine ich, ja. Du hast es gerade schon angesprochen, die Federal Reserve, die hinkt so ein bisschen hinterher, ist immer gut von den ursprünglichen Zinssenkungserwartungen, sind wir lange, lange weg, die wir noch Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gesehen haben. Aber mittlerweile wird das Zeitfenster auch ein bisschen enger, ein bisschen kleiner. Du hast die US-Präsidentschaftswahl schon angesprochen. Die große Frage ist natürlich, wird man die Zinsen dort noch senken? Fakt ist, die EZB ist der Fed etwas voraus. Welche Auswirkungen hat das denn, wenn dieses Gap entsteht zwischen EZB und Fed?
Ja, das ist ja das erste Mal, dass die EZB der FED voraus ist. Beim Erhöhungszyklus war ja die FED 4 Monate vor der EZB. Jetzt beim Zinssenkungszyklus, der sich so langsam ankündigt, ist die EZB das erste Mal vorne. Wenn natürlich die Zinsen im Euroraum dann entsprechend höher sind oder relativ gesehen höher bleiben zum US-Dollar-Raum, dann ist es natürlich so, dass im Prinzip der Euro dann entsprechend aufwertet und der Dollar dann entsprechend abwertet. Andersrum wäre es natürlich, der Dollar wertet auf, wenn der Euro abwertet, wenn die Zinsen in den USA relativ gesehen höher sind als im Euroraum. Wird sich das denn auch direkt auf die Konjunktur und auf die Märkte bemerkbar machen? Wenn ja, wie? Ja, die EZB hatte ja zuletzt das Problem, dass die Konjunktur im Euroraum und in Deutschland doch relativ schwach war. Wir hatten ja eigentlich ein Nullwachstum in der Eurozone und sogar negatives Wachstum in Deutschland. Insofern kam da doch etwas Druck auf, entsprechend auch die Zinsen dann zu senken, wenn es denn möglich wäre. Insofern ist sie jetzt vom Zinsgipfel von 4,5 auf 4,25 zunächst mal runter, aber hat natürlich auch gesagt, sie gibt keine weiteren Zinsfahrt vor. Sie lässt sich weiterhin offen und möchte weiterhin natürlich Inflationsdaten anschauen und entsprechend Konjunkturdaten. In den USA war das Bild dann doch ein bisschen anders. Da hatten wir eigentlich zuletzt sehr, sehr robuste Konjunktur auch. Im ersten Quartal fast 3% Wachstum, wobei jetzt das Wachstum auch wieder auf 1,6% gesunken ist. Insofern in den USA war eigentlich bisher nicht der große Druck da, die Zinsen zu senken, weil ja die Wirtschaft noch mit ca. 3% gewachsen ist und auch die Arbeitsmarktberichte entsprechend stabil und positiv waren. Und insofern hat sich jetzt, wird man sehen, wie es in den USA auch weitergeht, weil jetzt die Wirtschaft dort doch ein bisschen abkühlt, wird man doch sehen, ja, ob es dann eventuell doch zu Zinssenkungen kommt, weil wir doch bei 5,35 im Prinzip aktuell doch sehr, sehr hoch sind. Aber da ist im Prinzip der Markt sich im Endeffekt uneins, ob es jetzt im September ist oder im November. Also die Wahrscheinlichkeit ist im Prinzip eins. Für einen Zinsschritt ist nur die Frage vor der Präsidentschaftswahl oder nach der Präsidentschaftswahl und eventuell dann den zweiten auch im Dezember. Also in den USA 1 bis 2 Zinsschritte. Im Gegensatz zu uns bei der EZB. Wir haben das weiterhin im Blick. Lieber Tim, ich sage dir vielen herzlichen Dank für die Analyse und danke natürlich auch die Erklärung. Gerne. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen tatsächlich auch gefallen. Es hat Ihnen etwas Licht ins Dunkel gebracht und wir konnten etwas aufklären, was tatsächlich diesen Unterschied betrifft zwischen der EZB und der Federal Reserve und deren Zinsschritten abhängig von der jeweiligen Konjunktur. Ich danke Ihnen heute fürs Zuschauen und freue mich auch beim nächsten Mal wieder auf Sie.